Wird. So. So, und jetzt haben wir hier noch halt Löwe und Hase. Upsa. Naja, wird schon klappen. Ohne dass man das... So. Hier trifft er schon mal auf den Hasen. So. Aber kommt er jetzt vielleicht hier noch raus? Also das würde heißen, Hase und Löwe würden jetzt so den gleichen Weg gehen. So. So, die könnten hier zum Beispiel in eine Sackgasse laufen. So, dann können sie hier lang. Dann können sie hier. Dann würden sie hier in eine Sackgasse laufen. Hier würden sie auch mehr oder weniger in eine laufen. So, rennen hier aber weiter. Zack. Ja gut, man dürfte schon sehen, dass das alles hier keinen Sinn hat. So. Okay, wo war die letzte Kreuzung? Hier. Okay, so. Backtracking und so. So, und schon sehen wir den Ausgang. Das würde heißen, Hase und Löwe könnten bis zum Ausgang kommen. Jetzt, Otto Normal Leute würden also diese beiden als Antwort nehmen. So. Tippe alle Tiere an. Also, das würde jeder Otto Normal Rätsler nehmen. Jetzt kommt aber diese böse Zeile. Es geht ums nackte Überleben und in Verbindung mit dem, dass denen das Essen ausgeht. So. Jetzt, wenn die beiden sich also auf dem Weg treffen, was wird dann passieren? Natürlich, der Hase frisst den Löwen. Das heißt, der Hase ist der, der als einziger rauskommt. Ja, ich weiß, Hasen fressen keine Löwen. So, der Löwe ist der Einzige, der rauskommt, weil er den Hasen frisst. Wenigstens hat er dann schon mal gute Start, eine gute Startposition, um, ein ja, Gentleman löst jedes um dieses, ja, um in der freien Wildbahn zu überleben. Ansonsten, da draußen gibt es ja immer noch Menschen, die er fressen kann. Gut, gut aufgepasst. Der Einzige, der das Licht der Freiheit erblickt, ist der Löwe. Sowohl Hase als auch Löwe können es zum Ausgang schaffen, aber nach all dem Darben wird der Löwe den armen Meister Lampe wohl kaum unversehrt entkommen lassen. Tja. Naja, aber wenn der schneller ist, na, eigentlich schon, aber na gut. Wie soll ich denn Zeit totschlagen, wenn ihr alle meine Rätsel so schnell löst wie Klemmschrauben? Oh, was für ein Wortwitz. Ja gut. So, hier ist auch wieder nix, wa? Aussicht? Nö. Da ist nix, gut. Da kann ich wieder zurück. Und noch ein Stück zurück. Und ist da jetzt was los? Ach nee, da war die alte. Okay, da will ich ja nicht hin. Oder, warte, Moment mal. Schuhsymbol? Nee, da war nichts weiter offen, aber ich kann mich erinnern, dass hier irgendwo noch mal irgendwann mal ein Raum war, wo... Warte mal, ist was da hinten? Nee, da wollte ich nicht rein. Okay, dann kann ich die Person dort ja wahrscheinlich auch nicht antippen. Nee! Kann ich wirklich nicht. Gut, danke. Jetzt weiß ich's. So, was ist hier drin? Oh, ein altes Pärchen. Das meinte ich. Holla, junger Kerl. Falsche Tür. Das hier ist unser Abteil. Ich bedauere die Störung zutiefst, aber wir suchen nach einem entlaufenen Kind. Dürften wir fragen, ob sie uns in der Sache irgendwie her weiterhelfen können? Oh, Ernie. Ob die beiden dieses niedliche junge Ding meinen, das eben an uns vorbeigelaufen ist? Ach ja, sicher. Ein süßer Fratz war das. Und sah auch ganz schön schlau aus. Ich weiß nicht, ob ich ihnen folgen kann. Nun, wir suchen jedenfalls einen kleinen Jungen namens Tom. Ich weiß gar nicht, ob es nun ein Knabe oder ein Mädchen war. Hübscher Name, Tom, Ach, Mumpitz, Ernie. Ich verwette unser bestes Teeservice, dass es ein Mädchen war. Hm, ja. Nun, da du es sagst, wie sie sich bewegte und so... Ja, du hast recht. Ich dachte ja eigentlich, es wäre ein Knabe, aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Also, jetzt habe ich endgültig den Faden verloren. Was erzählst du denn nun von Schuhen? Natürlich! Ding, 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 ding. Oh je, es scheint ganz so, als hätte sich unsere heiße Spur ganz plötzlich abgekühlt, Professor. Ganz im Gegenteil, Luke. Wir haben soeben eine äußerst wertvolle Auskunft erhalten. Wie meinen Sie das, Professor? Das wirst du bald selbst verstehen. Lass uns zuerst zum Schauplatz von Toms Verschwinden zurückkehren. Hm. Tja.
Jetzt hat auch Professor Layton endlich irgendwie gecheckt, was los ist. So, ist hier irgendwo was? Münzen, ich will eine Hinweismünze. Nö, keine Hinweismünze. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Puh. Ich kann auch ohne. Ich kann wirklich auch ohne. Herr Inspektor, darf ich fragen, ob Sie unseren Ausreißer inzwischen dingfest gemacht haben? Wie? Suchen Sie beide etwa immer noch den Zug nach dem kleinen Sträuch ab? Wurde er denn gefunden? Nein, nein, ganz und gar nicht. Er ist vielmehr gar nicht mehr an Bord. Ich habe jeden einzelnen Fahrgast verhört und nicht einer gab an, den Rabauken gesehen zu haben. Ich schließe daraus also, dass das arme Kind entweder ausgestiegen oder aus dem Zug gefallen ist. Oder sehr böse. Aus dem Zug gefallen? Allerdings, Knaben in seinem Alter sind ja bekanntlich ruppiger als so mancher Kleinganove. Rechnet man dann noch ihren unerhörten Bewegungstrieb dazu, ist das Desaster perfekt. Ich werde an der nächsten Station die Bahnpolizei verständigen. Sie können ihre Suche beenden. Moment, Herr Inspektor. Sämtliche Bordfenster sind hoch angebracht und die Ausgänge sind bewacht. Könnte ein Kind unter solchen Umständen wirklich unbemerkt aus dem Zug verschwinden? Na sei es drum, Layton. Dann lassen Sie mal hören. Wo bitte soll der Wadenbeißer denn stecken? Hä? Genau kann ich es Ihnen auch nicht sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, dass all unsere Vermutungen stimmen. So ein Unfug. Ach, ich geb's auf. Suchen Sie doch weiter. Es wird Ihnen sowieso nichts bringen. Ja, gut, dann machen wir das mal. Suchen wir mal weiter. Oho, was haben wir denn da? Was denkst du gerade, mein Junge? Du wirkst so abgelenkt. Es ist schwer zu beschreiben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir würden beobachtet. Du spürst es also auch? Ich könnte mich des Eindrucks selbst nicht erwehren. Glauben Sie, dass uns irgendwer beschattet? Das ist nicht ausgeschlossen. Sperr die Augen auf und achte auf alles Verdächtige. Da ist was. So. Huch! Das scheint ja noch ein Schuh von Tom zu sein, nicht wahr, Professor? Es sieht ganz so aus. Aber wie komisch, der ist ja für denselben Fuß wie der Schuh, den uns der Inspektor gab. Das stimmt. Aha, jetzt hat's richtig Klick gemacht, hä? Huh? Dann muss Tom also... Hahaha, Luke, wir beide scheinen da einem gewaltigen Irrtum aufgesessen zu sein. Wie meinen Sie das? Denk doch noch einmal daran, was bisher geschehen ist. Also, Moment. Zuerst das kleine Schüchchen, das auf dem Boden lag. Genau, so winzig, dass es höchstens einem Neugeborenen passen könnte. Dann die Mütze in der Küche. Aber die lag so weit hinter den Regalen, dass kein Mensch sie je dort hätte verlieren können. Korrekt, Tom dürfte höchstens halb so groß sein wie du, um hinter diese Regale zu passen. Jetzt, wo Sie es sagen, ich habe keinen Jungen im Zug gesehen, der kleiner war als ich. Ich ebenfalls nicht. Deshalb begann ich, unsere ursprünglichen Vermutungen zu hinterfragen. Luke, was, wenn wir Tom bereits gesehen haben, ohne es zu bemerken? Die ganze Zeit suchten wir nach einem kleinen Jungen, richtig? Doch was, wenn diese These gar nicht zutrifft? Was, wenn wir uns von Anfang an getäuscht haben? Oh, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen, Professor. Der zweite Schuh war ein linker, ebenso wie der, den man dort fand, wo Tom verschwand. Wenn ich Ihnen folge, dann heißt das also, dass... So, und das Rätsel heißt, des Pudels Kern. Ja. Na dann wollen wir mal. Und zwar, wir sollen hier auch wieder was verschieben. So. Wir sollen nämlich das Ganze, wie machen wir das? Ja, es passt so. Gut, gut, gut. Sehr schön. Dann machen wir mal so. Und dann so. Dann noch das weg. Den dahin. Den dorthin erstmal. So. 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 Jetzt wird's schwierig. Nee, dann machen wir es so. Mhm.
Okay, nee, Moment. Dann erstmal so, dann so. Aha. Wird langsam. Langsam wird ein Schuh draus, ein Pudel, ach, was weiß ich. So, das wird noch nix so. Dann werde ich erstmal das da wegstellen. Das auch. Hm. An sich wäre es jetzt schon fast richtig, aber jetzt haben wir das Problem, hier sind jetzt die ganzen Steinchen drin. Und das nervt. So. Das muss weg. Okay. Das müssen wir irgendwie noch hinkriegen, dass da alles funktioniert halt. Hm. Jetzt haben wir ein Problem mit der ganzen Schieberei hier. Ach, scheiße, ey. So. 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 Hä. Fragt sich gerade nur, wie ich ja weiterkomme. Gerade erstmal gar nicht, wie es aussieht. So, jetzt so und dann so. Okay. Damit hätten wir schon wieder ein Stück weiter das Ganze bekommen. Schätze ich. Würde ich sagen. So, ah, okay. Damit hätten wir es gleich. Tada! Puh. Jetzt kommt's drauf an. Hätte schlimmer sein können mit dem Schieberätsel. Gut, dann hätten wir rausgefunden, dass Tom ein Hund ist. Ja, Tom ist ein Hund. Das Mädchen, das wir vorher sahen, hielt einen kleinen Pudel im Arm, weißt du noch? Ich bin mir fast sicher, dass dieser Pudel unser Freund Tom war. Also brauchen wir bloß das Mädchen zu suchen, um Tom zu finden. Ja, das hätten wir damit endlich auch Professor Layton und Luke beigebracht. Schön. Gut, dann werde ich jetzt erstmal speichern. Ups, speichern geht im Koffer, genau. So. So. Hinweismünzen, 22 von 24. Das heißt, wir könnten noch zwei mehr finden. Na toll. Will ich aber nicht. Gut, dann speichern wir mal. Überschreiben. So. 22 Rätsel haben wir schon gelöst. Das ist doch gar nicht mal so ein schlechter Anfang. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.